Jo, was geht Leute, KingerDB ist am Start. Das heutige Video ist in drei Teilen geteilt. Im ersten Teil geht es darum, wie ihr sehr gute Anime findet. Im zweiten Teil, was für Anime ich gerade gucke und vor kurzem geguckt habe. Und im letzten Teil werde ich darüber reden, was ich von der neuen Staffel von Fairy Tail erwarte. Wenn ihr nach Anime sucht auf YouTube, sollte eure erste Anlaufstelle natürlich mein Kanal sein. Ansonsten gibt es auf YouTube keine besseren Toplisten. Nein, Spaß. Auf YouTube gibt es schon gute Toplisten. Aber wenn ihr wie ich schon längst die ganzen YouTube-Toplisten durch habt, solltet ihr auf myanimelist.net gehen. Auf dieser Webseite gibt es jeden Anime, das euer Herz begehrt. Ob schon, Action oder Edgy, alles ist dabei. Ich zeige euch mal kurz, wie diese Seite funktioniert. So Leute, das ist deren Seite, die goldene Seite. Das ist diese Season. Animes sind halt immer, wie die rauskommen, in verschiedene Seasons aufgeteilt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und diesmal sind wir halt in der Fall Season. Das sind halt die Animes, die alle rauskommen. Dann könnt ihr noch auf Schedule gucken, das halt was von montags bis sonntags rauskommt. Ja, was ihr auf jeden Fall, also wenn ihr denkt, ihr habt viele Anime schon gesehen, dann könnt ihr auf das Archiv zurückgreifen. Hier sind wirklich alle Animes, die, denke ich mal, nicht jemals, aber hier sind auf jeden Fall alle Animes aufgelistet, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und das reicht bis 1917. Lass mal einfach auf Spaß draufklicken. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ist nicht mein Bild drauf. Gehen wir mal zur Current Season wieder. Auf was ihr auf jeden Fall achten solltet, ist die Bewertung. Zum Beispiel hier 8,26, wie die, also das ist wirklich ein sehr hoher Wert. Das stellt halt dar, wie die Leute den Anime aufnehmen und wie das halt bewertet wird. Und das ist schon ein sehr hoher Wert. Also ich würde mal sagen, ab 6 könnt ihr eigentlich gucken. Und wenn ihr euch wirklich sehr sicher sein wollt, dann ab 7. Aber ihr seht hier schon, Tokyo Ghoul, wie das bewertet wird. Das ist echt krank. Wenn ihr wirklich nach sehr guten Animes sucht, ab 7 würde ich auf jeden Fall alles gucken. Und ihr solltet halt auch auf das gucken, was hier steht. Also welche Kategorie das überhaupt ist. Ja, das war's eigentlich, was ihr über diese Seite wissen müsst. Also das Wichtigste. Im Moment gucke ich Tokyo Ghoul, Baki, Overlord, One Piece, Isekai, Maoto, ach keine Ahnung, Hanebado und Black Clover. Vor kurzem habe ich Drifters und Kakegurui fertig geguckt. Beide Anime sind wirklich sehr empfehlenswert. Zwei komplett verschiedene Anime, aber sind so Zucker, oh mein Gott. Guckt euch auf jeden Fall diesen Anime an. Und mit Boruto mache ich gerade eine Pause. Dasselbe gilt für Fairy Tail. Will erstmal, dass ein paar Folgen rauskommen. Bei Boruto ist das so, nach dem Kampf zwischen Momoshiki und Naruto und Sasuke, habe ich nicht mehr weiter geguckt wie die ganzen Filler-Folgen. Ich will erstmal ein paar Wochen warten, dann kann ich ruhig weiter gucken. Für Fairy Tail gilt dasselbe, also da sind zwar keine Füllerfolgen, also ich hoffe es, aber ich habe ja schon den Manga gesehen, deswegen wollte ich erstmal ein paar Folgen warten. Von Fairy Tail erwarte ich nichts anderes, als dass sie das scheiß Ende vom Manga umschreiben. Sowohl der Kampf zwischen Nats und Seraph als auch die Dragon Slayer vs. Acnologia. Makarov sollte sterben und Asa sollte nicht so OP sein mit der Kraft der Freundschaft. Ist ja lächerlich. Es gab Szenen, wo Charaktere einfach sterben sollten, aber sie sind es nicht. Wenn Fairy Tail diese Probleme lösen kann, sehe ich eine rosige Zukunft für Fairy Tail. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die werden das super verkacken. Und wenn das so eintrifft, könnte ich Fairy Tail nicht mehr zu den großen Anime zählen. Auf den ersten Platz ist bei mir Naruto Shippuden, danach, also ab jetzt keine Reihenfolge, Dragon Ball Z, One Piece und Bleach. Wenn Fairy Tail es verkackt, kann ich sie leider nicht in diese Liste aufnehmen. Das Ding ist, Fairy Tail ist Killer, aber voller Espos und unlogischen Dingen. Das macht Fairy Tail einfach komplett kaputt. Das war's mit meinem Video. Was für Anime guckt ihr zurzeit? Was sind eure Hoffnungen für Fairy Tail? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da und schaltet die Glocke ein. Ciao, ne?